Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Mit viel Gerumpel und immer noch kein Erde in der Tasche bin ich wieder zurückgegangen. Weil wir natürlich schon erstmal eine Plattform gebaut haben. Sieht man die eigentlich von hier? Naja. Ich glaube, wenn wir die Insel hier noch ein bisschen erweitert haben und ihr seht, wie viel Arbeit das beansprucht, dann werden wir noch etliche Stunden damit verbringen, Erde zu fällen. Erde. Ich habe gerade was gehört. Nicht, dass hier ein Monster hinter mir auf einmal auftaucht. Das Weizen wächst vor sich hin. So. Ich glaube, das in der Mitte. Und das außen ergibt Zäune, genau. So. Genau. Zwei Tore. Und Weizen. Ich nehme mal Weizen mit. Ja. Dass mir die irgendwie anlocken. Hier ist Eisen. 1, 2. 1, 2 Eisen. 1, 2. 1, 2. So, dass wir das noch ein bisschen abtragen. Drüben. Kleinen Moment. Da war das letzte Lied in der Playlist. Auch gut. Komm, jetzt kann man rückwärts fahren. Das geht in der 1.9 nicht mehr. Oh, ich habe noch volle Fahrt. Wenn ich den da mache. Ja. Würde ich jetzt mal sagen. Also. Ab der 1.9 geht es ja nicht mehr, weil es eine neue Bootfahrweise gibt, neue Engine. So, dort vorne ist ein Schaf. Das war jetzt auch knapp. So, und absteigen und wieder mitnehmen. Ha! Hier können wir gleich Setzlinge einsammeln. Ich glaube, ich fange mal von oben an hier. Erstmal die Bäume wegzuholzen. Dass mir dann später nicht das Problem ist, dass hier irgend überall die Bäume in der Luft rumoxidieren. So. Bist du da? Können wir gleich noch ein bisschen Birkenholz mitbringen? Wenn ihr übrigens wissen wollt, von wem die Musik ist, einfach mal unten die Videobeschreibung ein bisschen nach unten scrollen. Da seht ihr alle Links, die ihr braucht. Ich glaube, das wird sehr gefährlich, hier etwas näher an diesen Tempel zu kommen. Aber erstmal ein Screenshot machen. Von oben. Also muss sagen, ich bräuchte langsam eine neue Maus.
Wenn ihr das ein bisschen mitbekommen habt, es hakt ein bisschen. Das liegt nicht daran, dass ich hier arge Probleme mit meinem Rechner habe, sondern die Maus, das ist eine Funkmaus, muss dazu sagen. Und die Batterien sind auch ziemlich neu. Was heißt ziemlich neu? Die habe ich vor einer Woche reingetan. Und die Batterien vorher, also das sind volle Batterien natürlich, und das sind keine Batterien gewesen, die schon vorher mal irgendwo aufgeladen wurden. In der Wiederaufladestation, sondern das waren Batterien, die frisch gekauft worden sind. Und irgendwie hat es dann doch nicht geklappt, aber dieselben Fehler wie vorher. Und ich habe so das Gefühl, dass die Maus langsam auch aufgibt. Nenne ich das jetzt mal, weil im Sensor wahrscheinlich irgendein Krümel ist und da. Geht das überhaupt? Nee, ist was davor. Hier ist ein Glas davor oder irgendwas. Keine Ahnung. Jedenfalls leuchtet sie auch nicht mehr rot. Was mich sehr. Oh, Kühe. Kühe. Hier ist das Schaf, hier irgendwo ist das andere Schaf. Ist wahrscheinlich jetzt auch irgendwo runtergekrakst. Genau, da können wir ja zwei verschiedene Gehege machen. Darum habe ich ja zwei Zauntore gemacht, weil ich eigentlich noch irgendwo hier Kühe anpflanzen wollte. Aber anscheinend hat es ja auch schon so geklappt. Was ist denn das jetzt eigentlich mit den ganzen Liedern im Hintergrund, ne? Da ich jetzt noch keinen Pausenbildschirm habe, muss ich euch mal ganz kurz schwarzen Bildschirm geben und muss das mal ganz kurz klären. So, jetzt mache ich den schwarzen Bildschirm wieder aus. So. Es war nicht auf zufällig gestellt, beziehungsweise auf Lied fortführen. Keine Ahnung warum. Hat sich wahrscheinlich mal wieder selbst von selbst deaktiviert. Bin ich aber gerade sehr vorsichtig, weil ich nicht weiß, warum das gerade so ist. Das ist sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Ganz viele Setzlinge, aber wir haben jetzt zumindest den Kuhfund gemacht auf dieser Insel, dass jetzt hier auch Kühe gespawnt sind, ist natürlich unser Glück. Die müssen wir aber auch upsala, sofort einfangen, oder? Moment. Das hat eigentlich nichts damit zu tun. Ich will mal kurz was ansprechen. Ich habe das nämlich letztens in einem Livestream gesehen. Die Leute haben Minecraft gespielt auf einer Welt, also im Multiplayer, auf einer Welt, die auch schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Und haben fest behauptet, du musst die Kühe einfangen, sonst die spawnen sie, wenn du den Chunk verlässt. Beziehungsweise 16 Chunks von den Kühen weg bist. Eigentlich ist das ja kompletter Bullshit, wenn man das sich mal überlegt. Denn wenn man sie einzäunt, ne, und dann züchtet, bevor man sie erstmal mit Weizen anlockt, sind sie ja an einer bestimmten Stelle. Ne? Und die Engine in Minecraft sagt doch das eigentlich aus, dass Kühe bzw. Tiere allgemein in bestimmten Spawnradien eine bestimmte potenzielle Chance haben zu spawnen. Das bedeutet, wenn das schon Tiere sind, egal welche Art, können die anderen Rassen, weil es schon eben, habe ich eine Eisenspitzhacke mit, nein,
weil es die anderen Raten noch nicht gibt, noch nicht gibt, weil die potenziale Chance, dass ein Tier spawnen kann, weil da schon so viele sind, so klein wird, dass der nichts mehr spawnt. Zum Beispiel 5 Hasen, 7 Kühe, 2 Schafe und 3 Hühner. Jetzt auf einer riesengroßen Ebene. Mal gucken, mal, ich habe genug Erde, würde ich sagen. Gehen wir mal wieder runter. Wie ist das jetzt schon wieder? Oh ja. Guck mal, ein Schaf ist schon hier unten und ich möchte nicht, dass das ins Wasser geht. Das möchte ich nicht. So. Will ich mal ganz kurz hier sagen, dass das hier nicht ins Wasser geht. Oh, mache ich das hier wieder raus. So. Sala. Hier machen wir einen kleinen Gang hin. Mit einem Bootsanleger. So, und hier kommt das Zauntor hin. Warte mal, so. Die 11 Zäune können wir hier stacken. Upsala, nicht zurückgehen. Hier kommt das Zauntor hin. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, Fackeln zu machen. Aber das ist erstmal wurscht. Wir tun jetzt mal die Nacht durcharbeiten. Wird mal eine etwas längere Folge. Dafür haben wir dann aber auch das Schafsgehege soweit so gut fertig. Upsala. Raus dürfen sie nicht. Dafür dürfen sie dann hier schön grasen. Und mal sehen, ob es irgendwann auch mal eine Wegverbindung zwischen den zwei Inseln gibt. Und ich muss mal überlegen, wenn die Wegverbindung entsteht, ob man dies auch dann als komplette Hauptinsel betrachten kann. Wäre ja mal interessant. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Kommentare daraufhin. Das wird wahrscheinlich eine kleine Diskussion werden, wie das Ganze ablaufen wird. Wir haben ja hier eine Werkbank stehen. Ich werde jetzt gerne Slabs hier draus machen. Also sowas. Ein bisschen Stein lasse ich mir mal über. Und würde die Slabs gerne hier oben hinsetzen. So, nein, so nicht. Oh, das war mein Handy. So. Und hier vorne kommt dann ein Bootsanleger hin. Und da schnappe ich mir auch mal mein Boot. Upsala. So. Und fahre wieder Richtung Heimat. Denn es ist Nacht, tiefste Nacht, und ich möchte hier nicht durch ein Skelett von oben abgesnipert werden. Weiß gar nicht, ob der hier oben schon was gespawnt ist. Werden ja sehen. Da verschwindet die Insel langsam. Oh, ein Tintenfisch. Müssen wir doch das kleine Stück noch zum Bett schwimmen. Ich glaube, wenn man... Oh, mir ist gerade was aufgefallen. Das hätte ich eigentlich einen höher legen können. Ach, du Heimatland. Vielleicht mache ich das noch nachträglich, als piept alles bei mir hier im Hintergrund. Das hat aber einen gewissen Grund, weil es gerade wieder um die volle Uhrzeit hat es erreicht. Zuckerrohr. So schneller, umso besser. Da es auch ein wenig langsamer hier wächst. Und ich wünsche euch eine gute Nacht und tschüss, bis morgen. Ciao, ciao.
Alter.